Willkommen zu einer weiteren Prison Break-lastigen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir wurden gefangen genommen, sind irgendwo in irgendeinem sehr merkwürdigen Gefängnis. Und wenn ihr da draußen mir ein wenig Support zukommen lassen wollt, lasst einfach eine Bewertung da. Nehmt euch die Sekunde, geht ganz schnell. Und schon habt ihr mir, dem Projekt und natürlich auch diesem Kanal hier wahrscheinlich tiefer unter der Erde. Mit irgendwelchen Spinnenmonstern, die total widerlich sind. Igitt. Merkwürdige Geräusche von einem merkwürdigen Ding. Ah, ja. Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Sind die am Schlafen oder unter Drogen? Da drüben sind Glühkäfer. Oder Feuerkäfer. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen. Käfer, die einen explodierenden Hintern haben. Einigen wir uns darauf. Oh nein, jetzt kommt hier die böse, böse Rätselstunde, oder wie? Okay, lass mal los, das Ding. Was haben wir hier drüben? Hier kann was rein, ja? Ach, Moment, es kann hier rein. Das hat etwas bewirkt. Ja, aber was? Ah, jetzt haben die anderen Dinger hier Strom. Okay, machen wir hier mal was hin. Die Tür ist auf. Jetzt habe ich hier eine Tür geöffnet. Moment, ist so rum. Tja, Bingo Bongo hat uns hier geschnappt. Und jetzt sind wir... Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. ...am Sack. Ohne BD1 macht das durch. Quetschen gar nicht so viel Freude. Und ohne Lichtschwert... ist ja alles sehr, sehr düster. Na du? Ja, du willst mich fressen. Aber du hast keine Chance. Was haben wir hier oben? Technik. Noch mehr Technik. Eine riesige, widerliche Spinne. Also irgendjemand sammelt hier. Hey! Du siehst aus, als könntest du reden. Hey, ist da drin jemand? Halt, Chubadanago! Brauchst du Hilfe? Hopa, Sorktomo Kili Uba, Shakpudu. Was? Sorktomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Okay. Ich glaub, dir geht's gut. Hetschuta! Dem geht's eindeutig nicht gut, alter Kerl. Okay, dem geht's gut. Was haben wir hier? Das ist nicht gut. Nee. Oh nein, was läuft denn hier? Er schleudert da irgendwelche Viecher hier runter. Aber warum? Warum hat jetzt gerade eine Spinne und irgendein anderes, kleineres Tier abgeseilt, ha? Warum sollte man sowas tun? Vielleicht die Sammlung ein wenig minimieren. BD1, ich brauch dich! Bing, der Boba Fett für Arme. BD1? BD? BD1? Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Ich hol dich da raus. Oh nein, BD1. Kann ich damit eigentlich auch schwingen? Ja, das geht. Wohin damit? Das hier drüben ist ja kein Anschluss. Was zum... Es wird irgendwie immer alles merkwürdiger, ne? Ne, hier ist Ende. Soweit kommen wir gar nicht. Ah, ah.
da oben ist was. Aber wie komme ich da hin? Vielleicht auf Tiere springen? Es regnet Tiere. Hä, was? Ach, der kann hier so hochklettern. Okay, warte mal. Jetzt bin ich hier und jetzt kann ich das vielleicht ranziehen. Yes. Nice. Wir haben es geschafft. Nein, haben wir nicht. Oh nein, BD1 ist immer noch gefangen. Es regnet immer noch irgendwelche Viecher. Okay, wir haben es geschafft. Hey. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Diese Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Ein Droidengefängnis. Drittens, Droidengefängnis. Als er und Cal in die Fänge des Verbrechersyndikats der... Ach, das ist vielleicht die, wo Grease Schulden hat. Geraten wird B1 von Cal getrennt und eine Gefängniszelle für Droiden geworfen. Die Brut, die für die skrupellose Verwertung von Droidenteilen berüchtigt ist, hatte vor, ihn zu demontieren. Glücklicherweise findet Cal, ehe die Brut ihn verletzen kann, und die beiden planen ihre gemeinsame Flucht. Ach, wie romantisch. Haben wir nicht davon schon was gehört? War nicht irgendwie Greasy Peasy Jeezy mit Spielschulden und so einem Dreck unterwegs? Aber warum sollten die hier so viele Tierchen entsorgen? Ich meine, was ist der Sinn davon? Die Frage kann natürlich mal niemand wieder beantworten. Naja, wir haben Scomp. Hack das Ding, BD1. Dankeschön. Oh nein, noch mehr davon. Vorwärts, BD. Vorwärts, BD. Ah, warte mal. BD1. Vielen Dank, BD. Vielleicht müssen wir... Moment. Läuft das Ding jetzt? Ne, eine Seite läuft, eine nicht. Ey, das wollte ich gar nicht. Weg damit. Ich will... Das hier. Was auch immer es dann hier drüben bringt, frage ich mich gerade. So, jetzt hat das Ding hier auch Strom. Warte mal. Naja, wir haben ja eh keine Waffe. Obwohl, Moment. Was ist hier drüben los? Kann ich treten? Lichtschwert ist weg. Ist das nicht noch am Leben, das Ding? Ja, es zuckt doch. Schläft. Ist nur am Pennen. Dem geht's gut. Macht euch keine Sorgen. Na gut. Schauen wir mal, wo der Lift hinführt. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Irgendjemand hört hier Hardcore-Mucke. Hey, ich kenne diese Band. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Hm, wir ruhen uns aus? Ja. Fähigkeit? Nein, ich brauche noch ein bisschen mehr für mehr Lebensenergie. Als nächstes will ich mir auf jeden Fall Lebensenergie holen. Das sieht aus wie eine Arena. Na, Wahnsinn! Da ist unser Freund! Wir haben schon gewettet, wie lange du brauchst, um herzukommen. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sir Turbo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werd ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi!
Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Babyspielzeug. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Oh no, aber ich will keine Show. Zelebrieren wir die Gefallen der Herausforderer der Vergangenheit. Und das von ihnen erdachte. Denn es macht uns. Whammy! Explodier! Nice. Heute ist nicht dein Tag. Und jetzt. Nein, ist er nicht. Ist er echt nicht. Oh, wie viele von denen holt ihr denn noch? Man kann nicht. Ah, komm schon, komm schon. Ich hab ihn geslowt. Vielleicht braucht er was Größeres. Nein, nichts Größeres. Fireflies gehen mir schon auf die Nerven. Achtung! Wow. Und ich verpiesel mich. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Genau. Ich muss doch meine Credits zählen. Hast recht. Er redet echt zu viel. Bekomme ich vielleicht einen Anteil? Ich meine, ich bin sowas wie ein Superstar. Och nein. Nein. Datum, ihr Viecher. Das hat wehgetan. Und er kann sich eingraben in so einem komischen Stein-Betonboden. So, ein Vieh weg. Jetzt kommt die nächsten Krabbler. Leichte Beute. Du kannst sie nicht alle aufhalten. Doch, kann ich. Schon? Na, yes. Das nenne ich einen Kampf! Machen wir das Ding platt! Und weg damit! Ich schlag ihn mit was richtig Fiesem! Boah, wie ich ihn hasse! Übler als die Brunftzeit auf Jelbeck! Nein, da hinten ist ja noch irgendwas! Oh, können die nicht untereinander ein bisschen rumbiefen? Warte so! Boah, wie weit kommt der? Hey, Spinne! Fetzt euch mal gegenseitig jetzt. Und schon endet. What? Oh, die arbeiten zusammen, die Schweine. Ich habe nicht mal geslowt. Das hat sogar nein. Ich kommen. Nein, nein, nein. Stimm, BD. Oh, ich komme nicht zum Heilen. BD, stimmt. Er hat nicht mehr so viel. Komm, klopp mal die Spinne weg. Nicht geslowt, nicht geslowt. Nein, nein! Hält diesen Jedi denn gar nichts auf? So, ein Hieb in deine Fresse. Mist. Das würde ich gern nochmal sehen. Mist! Komm schon, ich muss sie slowen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
Okay. Nein! Oh! Die harte Tour. Boah, ich dachte, sie schlägt nochmal zu. Das Beste kommt erst noch! Wie jetzt? Unsere nächsten Herausforderer kennst du! Oh nein, kommt jetzt Bingo Bongo? Die Hachi und Blut bläst zum Angriff! Ich hab kein Leben und muss gegen Bingo Bongo kämpfen. Du willst nicht entkommen. Ich kriege dich schon. Shut the Bongo ab. Sticht ein bisschen. Da will ich ja hoffen. Was macht der hier ein Flammenwerfer? Nicht mal her. Okay. Bing, du bist nicht so grob. Aber trotzdem, ein Treffer ist schon weg. Gerissen? Hängt euch mehr rein! Und weg. Was ist denn das jetzt? Nein! 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 Du kannst nicht ewig weglaufen. Ich will genau versuchen. Genau wie in den Klon fliegen. Oh. Krass, oder? Hätte nicht gedacht, dass wir das hinbekommen. Hey, stört mich jetzt ja nicht beim Scannen. Was soll das heißen? Ein Kopfgeldjäger der Haxion-Brut. Kombiniert häufig Blasterfeuer, Raketen und Flammenwerfer. Nähere dich vorsichtig. Ist auf das Jetpack angewiesen, zerstöre das Jetpack, um ihn zu bezwingen. Der Haxion-Brut gehörten alle Arten von Kopfgeldjägern an. Ausgestattet mit Druidenteilen und Jetpack werden sie von der Aussicht auf Belohnung und ihrem Jagdinstinkt getrieben. Wenn sie ihre gefährliche Beute in die Enge getrieben, arrogant und selbstsicher haben sie noch keine Beute entkommen lassen und das soll in ihren Augen auch so bleiben. Es ist die Mantis! Zerstört sie! Es gibt keinen Kabel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Greasy, du hast mir eine Menge zu erklären. Eine Menge. Hey, Grease. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Druidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Murray? Kerl, wir haben Tavul und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an.
Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir je passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Ich hab dich immer noch lieb, Grease. Ich finde dich immer noch am besten. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung raushauen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.